Moin Leute, Kollas hier. Willkommen zurück zu Everspace 2. Folge 42. Nee, 43. 43. Wir haben hier eine lokale Herausforderung gemacht, was auf jeden Fall ganz praktisch ist. Ich gucke jetzt auf der Karte noch mal ein bisschen rum. Angeblich ist das ja jetzt ein bisschen detaillierter. Und noch was fehlt. Ah, da ist jetzt eine Anzeige. 75%. Die Frage ist, wird auch angezeigt? Ah, da gibt es jetzt eine Detailansicht. Okay. Da wird jetzt angezeigt, ob da auch noch sowas zu holen ist. Also Nebenmissionen. Wird auch angezeigt, ob da eine lokale Herausforderung ist. Ist auf jeden Fall deutlich interessanter jetzt dann mit. Ich hätte trotzdem ehrlicherweise sehr gerne. Einmal die Info, ob da lokale Herausforderungen sind oder nicht. Das kann aber auch sein, dass das hier erst mit Scanner 2, welche Art von Geheimnisse am Ort noch zu finden sind, das ist das wahrscheinlich. Echo-Unterdrücker müsste ich herstellen. Warum mit brauche ich auf jeden Fall? Die kann ich herstellen. Wärmedetektoren und Neutronen. Werde ich beides herstellen können. Hoffentlich in ausreichender Form. Schade, dass man nicht gleich mehrere herstellen kann, aber immerhin geht das flott. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Jetzt gucken wir noch auf der Karte. Aha. Geheimverstecke werden angezeigt. Mainframe-Komponenten werden angezeigt. Das ist natürlich sehr gut. Achso, apropos Mainframe-Komponenten. Ah, wir haben erst zwei. Wir brauchen fünf. Na gut. Das ist das Schiff mit dem Vater Bernard. Ich empfange nur ein Lebenszeichen. Was tun Sie da, Half? Das Schiff wird von einer unbekannten dunklen Energie beschossen. Ich vermute, auf diese Weise gewinnt der Kult die Kontrolle über seine Anwärter. So werden also Redeemer gemacht. Setzen wir dem ein Ende.
Wir brauchen nicht mehr viel XP, dann haben wir einen großen Vorteil. Wir können diese Superatombombe da ausrüsten. So, und jetzt können wir nämlich das Ding ausrüsten. Das ist eine krass bewachte Festung. Du hast dich selbst in diese Lage manövriert. Entspann dich und sieh dem Meister bei der Arbeit zu, Hive. Ah, da unten. Irgendwo da hinten braucht man. Nee. Da. Das ist noch was anderes. Mit Thermosphären gemeint. Ist wieder was anderes, oder? Ah, es sind wieder was anderes. Ich brauche Energiekerne. Linse der Ancients.
auch so ein... Achso, warte mal, Thermalsphären... Sockel, okay. Das Ding ist hier. Komponente und Energiekern. So, wie muss ich sie denn drehen? Ich vermute mal so, wie es der Background anzeigt. Aber mein Schiff ist zu dick dafür. So. Eine Mainframe-Komponente, das ist sehr nett. Als Metall kann ich einfach da lassen, das ist komplett egal. Dann machen wir jetzt einmal den Konverter fertig. Ah, die wird geschützt. Du wagst es, eine heilige Zeremonie der Ancients zu stören. Ja, ist ja gut. Galaxie ist kein Platz mehr für religiöse Fanatiker. Du wirst... waren seine letzten Worte, okay.
Portal aufgehalten, aber möglicherweise zu spät. Die Lebenszeichen des Vaters zeigen einen verlangsamten Metabolismus und eine beeinträchtigte zerebrale Aktivität. Das Schiff muss KI-gesteuert sein. Wo will's hin, Hive? Es kehrt zum Raim-Sprungtor zurück. Schon wieder? Vielleicht ist das Teil der Routine. Befreien wir den Kerl endlich. Ist auch noch irgendein Kram. Oh. Das hat mir gerade noch gefehlt. Bums. Wozu brauche ich hier noch einen Energiesphärengenerator? Ah, weil hier noch irgendein Kram ist, ne? Oder? Ach nee, hier war der Konverter. Weil hier neben noch so ein Kram ist. Wobei, das habe ich eigentlich aufgebaut. Ah, da oben ist was. Gesichert Container. Ah, da muss ich wahrscheinlich so eine hinbringen. Ja, dann haben wir hier alles. Ja. Der Kram ist dann nicht mehr so wild. Oh. Neue Mainframe-Komponente, was sehr nice ist. Prozent. Hier wären sogar noch eine Mainframe-Komponente. Und hier gibt es Erz. Frage ich. Wow. Unterseiten eventuell. Da hinten ist irgendwas am Schimmern. Hier ist auch noch so ein Asteroid. Sein könnte.
Aber interessant, dass hier immer noch eine Mainframe-Komponente wäre. Hier hinten ist ja auch noch Kram. Wenn der Sensor jetzt auch noch ein bisschen anzeigen würde, wo Sachen sind, wäre das richtig cool. Das sieht schlecht aus. Ah, hier ist was. Warum mit Brüch? Zwei unbekannte Erzvorkommen sind hier noch. Der Malsockel. Kann ich doch auch eben noch holen. Der ist wahrscheinlich noch eine Komponente. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da war ich, glaube ich, schon. Was für eine Reichweite hat mein Scanner? Ressourcenreichweite nur 0,42 Kilometer. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schlecht, ne? Kann ich einen neuen herstellen? Module selten. Ah, kann ich sogar. Das Ding ist geil. Das nehme ich. Das bootet ja alles von mir. Damit finde ich vielleicht auch mal
Ressourcen. Einfach mal Ressourcen-Scan-Reichweite verdoppelt. Hier ist es auf jeden Fall so am Leuchten. Hier ist eine Rune. Ach, guck an, der ist glasiert. Dieser Credits unterliegt der Wankelmütigkeit der Märkte. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Rune machen soll, aber... Ist noch eine Rune. Die Frage ist, wo soll ich es hinbringen? Oh gut, was ist das denn gewesen? Maybe? Gelassen. Es gibt zwei Runen von Ancients. Glaube ich fast nicht, oder? Ich lasse das mal kurz so weit. Ich glaube nicht, dass ich das so weit
nichts, oder? Nee, so weit war es nicht. Das heißt, es muss eigentlich irgendwo hier sein. Da wird mir ein Fragezeichen angezeigt. Aha. Hier haben wir zumindest ein Ding, zwei. Hier müssen wir es hintragen. Okay. Es ist halt immer die Frage, lohnt sich das? Aber wenn es eine Mainframe-Komponente ist, bringt es auch eine Menge, ne? Also. Alleine schon, um unsere Expertise zu leveln, ist halt Gold wert. Und da unten haben wir dann die zweite Komponente, also zweite Rune. So, dann einmal so und einmal so. Dann jetzt haben wir da auch noch Fragezeichen. Was für Fragezeichen haben wir denn hier? Hier unten ist so ein
Generator haben wir zerstört. Für die andere Seite, maybe? Hä? Hier? Ah. Komm schon. Das war immer noch nicht die Mainframe-Komponente. Da ist noch ein schussfester Container drin. Ah, da ist er. Ah, guck mal, und 10.000 Credits. Jetzt haben wir 100% abgeschlossen. Nice. Ich empfehle, die Erkundung anderswo fortzusetzen. Hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Jupp. Oh, okay. Sehr schön. Speichere ich mal eben ab. Gut, das war's für die Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Bis denn, adios und ciao.